zum Frühstück trinkt die Weihnachtsfrau gerne ein Glas kalte Milch. Doch sie wäre nicht die Weihnachtsfrau, wenn sie nicht auch daraus ein Experiment machen würde. Sie nimmt einen Strohhalm, hält ihn in ihr Milchglas und pustet in den Strohhalm. Was beobachtet sie im Milchglas? A. In der Milch entstehen Blasen mit höchstens 3 Kanten. B. In der Milch entstehen Blasen mit 4 Kanten. C. In der Milch entstehen Blasen mit 5 bis 7 Kanten. D. In der Milch entstehen Blasen mit 8 oder mehr Kanten.